EVRTV wird Ihnen präsentiert von Micromusic und Buderus. 30. Spieltag in der Eishockey-Oberliga Süd, erneut Derby-Time hier in der Regensburger Donau-Arena nach dem abgelaufenen Mittwoch gegen die Sauber Wölfe. Heute die Blue Devils Weiden zu Gast und das war der Gegner von vor zwei Tagen in der nördlichen Oberpfalz. Gab es am Ende für die Irwin-Schützlinge ein deutliches 6:2, aber wie so deutlich wie das Ergebnis war, war das Spiel lange nicht. Im ersten Drittel hatten die Domstädter etwas Anlaufschwierigkeiten, setzten sich dann aber aufgrund ihrer individuellen Klasse durch. Und einer war richtig torhungrig, der älteste im Team, 43 Jahre alt, Billy Chu. Und ganze 4 Treffer waren am Ende ausschlaggebend, dass der EV Regensburg Teil 1 im Doppelvergleich für sich entscheiden konnte. Und auch heute möchten die Oberpfälzer, natürlich die Hauptstädter der Oberpfalz, den nächsten Sieg einfahren. Es ist die drittletzte Partie in der Vorrunde, dementsprechend werden schon für die Meisterrunde die ersten Weichen gestellt und man darf gespannt sein, wie sich beide Kontrahenten am heutigen Abend verkaufen. Wie man an dieser Stelle beide Teams im Vergleich, Topscorer beim EV Regensburg, Nikola Gajowski mit 50 Zählern, Aleš Jiršek hat nur einen weniger und führt mit 49 Punkten diese Wertung bei den Blauen Teufeln an. Top-Torjäger beim EVR, Peter Flesch, 22 Mal konnten von ihm die gegnerischen Torhüter überwunden werden. Bei den Gästen ist das ein Importakteur und zwar Matt Abercrombie. 21 Mal konnte der Kanadier auch schon die Scheibe im Netz versenken. Dann Top-Vorlagengeber Oldie but Goldie, ich hab's erwähnt, Billy Chu, 32 Mal profitierten die Mitspieler von den Pässen der 41. Bei den Gästen ist auch hier wieder Kapitän Aleš Jiršek, der Beste seiner Zunft, 36 Mal legte der Deutsch-Tscheche die Scheibe vor. Dann Top-Torhüter bei den beiden Teams, beim EV Regensburg muss man auch über den Gästen 2 Torhüter beleuchten. Beim EVR ist das zum einen Cody Brenner mit einem Gegentorschnitt von 2,3 pro Spiel bei einem 1:0. Daniel Fiesinger, lustigerweise der allerselbe Wert, ebenfalls 2,3, aber einen Shutout mehr, denn Fiesinger spielte schon 2:0. Bei den Gästen Fabian Hönkhaus mit 3,96 Gegentreffern pro Spiel, kein 1:0, genauso wie Förderlizenz-Keeper Philipp Lehr, der hat einen Gegentorschnitt von 3,41 und wartet auch noch auf sein erstes 1:0, pardon. Am heutigen Abend Hönkhaus zwischen dem Pfosten, Lehr wird in Nürnberg benötigt, Backup Daniel Huber, ob der Einsatz heute stattfinden kann, stand vor dem Spiel noch in den Sternen. Wir sind gespannt, heute zumindest das letzte Spiel für die Vorrunde zwischen diesen beiden Teams. Man sieht sich definitiv in einer Meisterrunde, aber heute zählt erstmal nur der Derby-Sieg.